Guten Morgen, Taylor, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe der 1-Wieder-Sektion der Formationstäter. Naja, guten Morgen ist gut, es ist schon fast guten Mittag. Donnerstag, 21. April 2016, und damit herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe der 1-Wieder-Sektion. Vorweg, ganz herzlichen Dank für die vielen und guten Genesungswünsche, die haben auf jeden Fall gut geholfen. Heute bin ich sehr spät mit meiner Videoausgabe dran. Ich lag ja die letzten 3 Tage krank im Bett, und es ist so viel angefallen, dass ich erstmal hier ein paar Sachen abzuarbeiten hatte. Wir schauen gleich auf den DAX. Für diejenigen, die mir Nachrichten geschrieben haben auf YouTube oder Kommentare geschrieben haben, gesagt haben, was ist denn los? Machst du keine Videos mehr? Freunde, tut euch doch mal selbst den Gefallen und geht einfach auf unsere Homepage, und zwar unter formationsdata.de, und dann hier erfolgreich handeln, Asset-Analysen. Da seht ihr, am 18.04. habe ich schon geschrieben, Videoausgaben entfallen. Erstens wisst ihr dann, was los ist, ob es Videos gibt oder nicht. Und zweitens, das sind ja nicht alle unsere Ausgaben. Wenn Sie auf alle klicken, Sie sehen, das geht ja dann hier noch weiter. Es gibt Devisenausgaben, es gibt Ausgaben zu den Indizes, und die stellen euch Tom und Silvio zur Verfügung in schriftlicher Weise, gibt es auf unserer Homepage. Und ansonsten auch noch eine Möglichkeit, auch wer sich für die Triggerliste interessiert, auf Twitter poste ich euch ebenfalls, was los ist, wann es denn mal wieder eine Ausgabe von mir gibt. Nur, damit ihr das wisst und damit Sie das wissen, es ist nicht nur Trading. Ich lasse mich dann auch zum Thema Fußball und auch zum Thema Menschenrechte aus, und den ganzen Quatsch müsst ihr dann auch lesen. Also, wer darauf keinen Bock hat, dann lieber nicht. Ich sag's nochmal, Formationstäter auf Twitter, dann lieber da nicht gucken. Ansonsten gibt es da immer Aktuelles, was los ist, was mit der Triggerliste los ist, und auch noch auf Topic. So. Auf Twitter hatte ich Ihnen auch geschrieben gehabt, was wir zuletzt miteinander besprochen hatten. Oberhalb der 10.100 ist 10.300 bis 10.400 am dransten. Das hat mein alter Deutschlehrer immer gesagt. Hamid, du bist am dransten. So, das ist jetzt so gekommen. Wir hatten aber auch miteinander darüber gesprochen, das will ich nochmal dazu sagen, dass wenn der DAX, nachdem der hier angekommen war, ich glaube, das war das letzte Video, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt hatte, wenn er dann sofort durchrauscht, dass er dann eher müde ist und dass er dann auch dazu neigen kann, vorher abzudrehen. Okay, hat er nicht gemacht. Da hat sich 3 Tage Zeit gelassen. Genau das, was wir uns gewünscht hatten. Und das, was im Chart stand, das, was wahrscheinlicher war, das, was wir miteinander besprochen hatten, das macht er jetzt auch. Und nochmals, Leute, ihr könnt Seminare für 20 Euro besuchen. Ihr könnt euch irgendwelche Charttechnikbücher für umsonst runterladen. Ihr könnt Abos für 20 Euro abschließen, bei denen ihr nichts lernt. Oder ihr macht es fundiert. Ein halbes Jahr Ausbildung, und dann könnt ihr genau diese Sachen, diese Wahrscheinlichkeiten selbst ableiten. Ich zeige euch gleich nochmal, warum im Chart drin steht, dass es kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis gibt und keine gute Wahrscheinlichkeit gibt, jetzt hier additiv long in den Markt reinzugehen. Und warum der DAX eher sogar eine größere Wahrscheinlichkeit hat, hier nochmals in Richtung 10.000, möglicherweise sogar darüber hinaus zurückzugehen. Denn wenn wir uns einmal den Stundenchart ansehen, und wenn ihr häufig genug unsere Ausgaben schaut, als wir hier unten bei 9,5 waren, als dann wieder gerne Analysten sich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, der muss noch mindestens 9,3 machen. Warum denn? Kraft des Amtes als Analyst muss er die 9,3 machen. Wir haben miteinander darüber gesprochen, Leute, 9,5 ist eine fette Unterstützung. Unterstützung, Unterstützung, weggebrochen, zurückerobert, ist eine fette Unterstützung. Wir können hier nicht von tieferen Zahlen sprechen, solange die 9,5 nicht gefallen ist. Dann haben wir miteinander darüber gesprochen, oh, Moment mal, das sieht aus wie ein Kanal. Untere Begrenzung des Kanals, noch dazu zu der horizontalen Marke, okay. Und selbst wenn der jetzt diesen Kanal jetzt sofort bärisch auflösen will, nicht viele Auflagepunkte, wird nicht viel Bewegung bringen. Und dann hatten wir gesagt, hatte ich Ihnen gesagt, Leute, keine Ahnung, ob der nur bis 10.000 will oder ob er das aus dem Weg nehmen will, dann ist obere Trendkanalbegrenzung am dransten. Wo sind wir denn jetzt? An der oberen Trendkanalbegrenzung. Okay, erster Widerstand. So, zweitens, nur mal fürs Protokoll, der Markt macht in 13 Handelstagen 10%. Auch nochmal fürs Protokoll, um die überkaufte Situation darzustellen. Dann hatten wir ja einen Keil, und Sie werden sich daran erinnern, wenn Sie diese Ausgaben schauen. Ich hatte Ihnen gesagt, Leute, wir können diesen Keil bärisch auflösen und auf der falschen Seite des Keils anfangen, nach oben wieder zu laufen. Das macht der Markt. So, jetzt hier diese alte trendunterstützende Linie, die ist zwar steil,
Aber die begrenzt es hier immer wieder. Wo denn? 10:45 heute, morgen 10:06. Kann der jetzt hier weiterlaufen? Klar. Macht aber noch eine potenzielle Widerstandszone. Okay, alles klar. So, dann gucken wir doch nochmal auf die Woche. Und genauso wie die 9500 hier eine größere Unterstützung war, ist jetzt auf Wochenschlusskursbasis im Moment die Zone um 10.340 bis 10.400 eine potenzielle horizontale Widerstandszone. Plus nicht nur, dass hier von unten eine Linie kommt, sondern von oben kommt auch noch eine Linie runter, auch wenn sie erst bei 10.570 ist. Aber das ist vom aktuellen Niveau auch gerade mal 120 Punkte weg. Das heißt, wir haben über die Stunde die obere Trendkanalbegrenzung. Wir haben eine steilere Linie, die sozusagen schon gebrochen ist und noch eine Kanalbegrenzung macht oder eine Bewegungsbegrenzung macht. Wir haben eine horizontale Widerstandszone über die Woche. Wir haben eine fallende Linie über die Woche. Wir haben 10% gemacht innerhalb der letzten 13 Tage und wir laufen hier eine größere Lücke an. Hier. Obere Begrenzung, sind wir gerade dran. So. Das heißt, wir haben ganz schön viel Widerstand. Will ich Ihnen jetzt sagen, dass der DAX auf keinen Fall 10.750 machen kann? Nö. Natürlich kann er das. Der kann alles. Der darf das. Warum darf der das eigentlich? Weil der Markt alles machen kann. Wir können hier nur über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Genauso wie wir miteinander darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit mit dem Bruch der 10.100 größer ist, dass wir 10.300 bis 10.400 machen, genauso müssen wir sagen, okay, also jetzt sind aber auch viele Widerstände hier oben. Und nachdem wir 10% gelaufen sind am Widerstand vor Herrn Draghi, auch nach Herrn Draghi, auch wenn der Draghi jetzt spricht und der Markt dann nochmal 150 Punkte hochspringt, ich will den Markt dann nicht kaufen. Das können gerne die unerfahrenen Kleinanleger machen. Denn selbst wenn der jetzt hier drüber springen sollte, offene Lücke, 10,7. Okay, was ist 10,7? Widerstand, Widerstand, Unterstützung, Unterstützung, horizontaler Widerstand, obere Begrenzung der Lücke, das Jahreshoch. Hier haben wir nämlich beendet, hier haben wir sozusagen angefangen, 5.1. So, kann der DAX das machen? Klar, der kann das auch noch machen. Nur, nach so einer Bewegung jetzt hinterher springen, nachdem er Draghi gesprochen hat, interessiert mich nicht. Das ist kein Setup. Das können ja andere traden. Ich trade gerne mein Wissen. Ich trade hier unser System, was ich Ihnen im Mentor-Programm beibringe. Und deswegen kann ich ganz cool sagen, ja, von mir aus kann der DAX hier eine Fortsetzung machen. Mich interessiert das nicht. Ich sehe hier viel Widerstand. Will ich jetzt den DAX verkaufen? Nö. Ich habe gar kein Setup, um diesen DAX zu verkaufen. Ja, aber warum verkaufen wir eigentlich dann den S&P 500? Wir haben eine Short-Position beim S&P 500, aber nicht beim DAX. Warum denn eigentlich? Will ich Ihnen gerne erklären. Hier, Unterschied ist, der S&P 500 ist hier in einer fetten Widerstandszone am Allzeithoch. Allzeithoch unten drunter, größte anzunehmende Widerstandszone, darüber größte anzunehmende Ausbruchszone. So, und dann sind wir dazu noch hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Range. Machen wir Range Trading. Kann man mal machen, finde ich. Zumal unser Risiko sehr klar begrenzt ist. Beim DAX sage ich, ja, hier richtig viele Widerstände. Richtig viele Widerstände. Das heißt aber nicht, dass der nicht weiterlaufen kann. Das heißt nur, ich will den hier nicht kaufen. Ich will ihn noch nicht verkaufen, ich will ihn mir weiter angucken. Übrigens, darf ich noch eine Widerstandsmarke nennen? Auf Wochen Schlusskursbasis, im Monats Schlusskursbasis 10.520, fast habe ich es vergessen, ist die 20-Monats-Linie. Die wartet auch noch auf uns. Nur mal so als potenzielle weitere Widerstandszone. Langer, 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 langer Rede, kurzer Sinn. Der DAX ist stark, der DAX ist am Widerstand, der DAX hat kein Setup, um additiv auf der Long-Seite zu sein. Hier. Und Setup auf der Short-Seite sehe ich nicht. Und eingangs hatte ich Ihnen gesagt, wir können 10.000 machen. Wir können auch. Es ist ja selten, dass wir so runterkommen. 10.000. Und dann muss man gucken, was passiert denn aus diesem Kanal? Was passiert denn hier aus dieser Bewegung? Das müssen Sie nochmal geben. Wir sind knapp oberhalb der 61,8% Retracement-Marke. Deswegen kann ich das nicht unbedingt als
Widerstandszone bezeichnen. Wir müssen mal gucken, was daraus wird. Das heißt, wenn das jetzt hier bärisch aufgelöst worden ist, muss er nicht gleichzeitig tiefere Tiefs machen. Aber wir können diesen Kanal bärisch auflösen und können vielleicht sogar noch darunter fallen. Können wir den auch bullisch auflösen? Ja, können wir. Nach der Bewegung jetzt direkt festhalten, drüber springen und nie mehr wieder reinfallen? Extremst selten. In diesem Sinne, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, gleich wird Silvio da sein mit einer Ausgabe zum S&P 500. Dann haben wir natürlich heute Abend eine Rohstofftagesausgabe. Wir schauen auf unsere Trades, die wir ziemlich cool auf der bullischen Seite bei den Edelmetallen getradet haben. Und dann schaut heute Abend, wenn Herr Draghi natürlich schon längst fertig ist, Tom, auf Euro-Dollar, da nehme ich mal an. Und auf die Auswirkungen der EZB-Zinsentscheidung plus Pressekonferenz. Mein Name ist Hamid Esnachari und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, schauen Sie mal unser Mentor-Programm vorbei und lernen Sie systematisch traden. In diesem Sinne.